Er ist so ein bisschen pädophil. Er hat auch hier dieses... Also wenn das nicht ist, dann weiß ich auch nicht, ne? Er versucht gerade die Macht bei mir anzuwenden. Hey, Kinders! Willkommen zu einem weiteren Hello Neighbor Aufdeckungsvideo der Sonderklasse, ja? Habt ihr eigentlich schon die Spielfigur gesehen, die man ist? Also die man verkörpert? Er hier. Guckt ihn euch an. Das wollte ich direkt zu Anfang der Folge noch zeigen. Ich habe ihn zufällig im Boden unter der Map gefunden und fand das richtig, richtig cool. Guck mal, die Finger. Die sehen so gar nicht so schlecht aus. Moment mal, da hat die gleiche Schuhe wie ich, der Drecksack. Und dieser Arsch. Oh. Ist er nicht cool? Er sieht so ein bisschen traurig aus, aber auch wie jemand, der jemanden anderen rettet. Wie der Herbert von Family Guy. Er ist so ein bisschen pädophil. Er hat auch hier dieses und, naja, man könnte meinen, man hat uns geklont, Monsieur. Nun ja, jetzt aber weiter zur versteckten Map aus der Alpha 3. Ich habe euch ja gesagt, ich habe hier einiges an Konsolenbefehlen von euch bekommen. Und das hier ist unter anderem ein Haus, in dem einiges getestet wurde. Das ist wohl auch das Haus für die Alpha 3, in dem sie schon einiges getestet haben. Und es ist ein Riesenklotz und wir schauen uns das heute mal etwas genauer an, ne? Oh Gott. Oh, scheiße, er ist sogar hier am Start. Das habe ich nicht gewusst, dass er hier rumläuft. Wir gehen einfach mal durch diese Räume hier und schauen uns das alles an. Also man merkt, oh, Feuerwerk. Man merkt, dass das Alpha 3 Haus wohl extrem, extrem, extrem geräumig sein wird. Es ist richtig, richtig groß. Was haben wir hier drin? Hier drin ist hier ist sogar eine Leiter. Man kann die Leiter benutzen. Es wird also so kleine Leitern geben. Sehr, sehr cool. Und, was macht er denn da? Ich glaube, er schläft einfach. Ich werde ihm mal einfach zu seinem Schutz so ein Ding hier hinstellen. Wow, die Tür hier ist zu. Gehen wir trotzdem mal durch, weil wir nämlich einfach Geister sind. Hier ist ein Kühlschrank, der einfach da auf der Couch liegt. Guckt euch das mal an, wie groß das ist. Schaut mal. Also wenn das nicht ist, dann weiß ich auch nicht, ne? Hier geht es jetzt nochmal weiter. Nach hier drüben. Die Tür ist verschlossen, aber okay, jetzt sind wir wieder in diesem Hauptraum. Wir checken jetzt mal diese Seite hier aus. Wir gehen mal hoch, okay. Hier ist nicht viel verbaut. Hier haben wir, eine Crowbar. Nehmen wir einfach mal mit und hier kann man raus. Die geht ja super. Naja, wie gesagt, es ist alles hier in der Testphase. Wow, cool. Was haben wir denn hier? Ha, das geht ja krass. Das hier ist ja der Ofen von der ersten Map. Fantastisch, fantastisch. Was haben wir hier? Nochmal ein Bett, ein sehr komisches Bett. Viel zu klein und zu hoch. Gehen wir mal hier durch die Tür in dieses krasse Treppenhaus. Die Taschenlampe bringt uns nichts, also schmeiße ich sie wieder weg. Das ist der höchste Punkt der Map, beziehungsweise des Hauses. Alles klar und so. Ey. Was haben wir hier? Eine verschobene Tür. Ich nehme an, eine funktionierende Taschenlampe. Wie? Die geht nur, wenn ich sie wegschmeiß. Super. Super. Wo kann man denn hier hin? In einen von außen beleuchteten Gang. Sehr schön. Hier gehen wir noch weiter runter. Hier ist das Bad. Ich will kurz hier noch durchgehen. Ein Schlüssel. Sehr schön. Hier haben wir noch ein wunderschönes Regal, in dem etwas angeschlossen ist. Ich nehme an, da haben sie dieses Regal hier hin und her schieben getestet. Was ist hier? So ein Jump-Spiel, so ein winziges. Man kommt hier hoch und ist einfach dann... hier ist ein weiterer Schlüssel versteckt. Wobei ich jetzt auch noch keine Tür gefunden habe, die man irgendwie mit Schlüsseln öffnen müsste. Aber hier sieht man schon, das hier geht auf, wenn man hier diverse Sachen verfolgt. Oh nein! Da hat er uns gesehen. Da hat er uns gesehen. Man sieht ihn nicht, das ist das Gemeine. Jetzt sehe ich ihn. Komm! Ist schon Fuchs, der Kerl. Ist schon Fuchs. Guck mal, da kommt er. Komm nachher! Wisst ihr was? Wir waren unten noch gar nicht. Mal hier die ultra hardcore verschlossene Tür, die nicht wirklich verschlossen ist. Es ist nichts enthalten. Was haben wir hinter dieser Doppeltür noch zu finden? Guck mal. Da haben sie sogar Wasser benutzt. Das hat man so aber noch nicht gesehen, oder? Doch, als er gebadet hat. Kann sich das hier auch nicht nehmen. Hier steckt eine Hand drin. Hier stehen Sachen auf nichts. Ein wunderbares Bild von einer Katze, die sehr desinteressiert wirkt. Und da ist doch. Hier haben sie wohl eine Lichtquelle reingesetzt. Das ist ganz schön krass. Also, was machst du hier? Was haben wir denn hier? Ein Rasenmäher! Da geht's sogar! Jetzt ist aus, mein Freund. Ich mach dich tot. Komm schon, Lightning McQueen. Fahr schneller! Ja! Und hier liegt eine Wumme. Okay, Lightning McQueen, you're gonna die. Stirb! Wie er richtig gewackelt hat. Du kommst nicht gegen mich an. Nein, du kannst doch da nicht runterfahren. Nein! Stop it! Stop it, Bruno! Und er fährt weiter. Auf einer gnadenlosen Tour den Neighbor zu töten. Das sind übrigens wir. Du kriegst mich nicht, Guck mal, wie schnell er rennt. Guck mal, das fuchst ihn so ein bisschen, ne? Merkt ihr das? Neighbor, hast du schon Angst bekommen? Du fragst dich vielleicht, was dir da aus dem Kopf rausfällt. Ja, das sind keine Zitronen. Er versucht gerade die Macht bei mir anzuwenden. Der will mich wegmachten. Neighbor, hör auf, dich zu mir zu drehen. Ich gehe auf dein Bett. I'm on your fucking beat. So ein richtiger Tänzer. Guck mal, kann ich damit echt verlangsamen? Das habe ich gar nicht gewusst. Ihr habt mich fast bekommen, oder was? Hoi, hoi. Map wunderschön gebaut hier unten. Sehr schön, sehr schön. Ihr wisst ja, dass ich im Moment auch einen Animationsfilm machen muss. Und bei mir sieht das ähnlich aus, unten drunter. Vor allem das Schlimme ist halt, dass ich wie immer viel, viel, viel zu spät angefangen habe. Das fuchst mich einfach kaputt, weil ich mir bei sowas eigentlich ja noch extrem Mühe geben möchte. Aber ich kann es nicht, weil ich keine Zeit habe. Das sagt richtig. Es wird ein Film, wo praktisch ein Junge in eine Burg geht, weil sein Ball da reinfällt und dann erlebt er ein winziges Abenteuer. Ich werde ihn vielleicht auch auf YouTube hochladen, aber er wird wahrscheinlich schlecht. Es wird
wahrscheinlich sehr schlecht. Es geht nur darum, dass wir uns mit diesem Programm, mit Blender machen wir, da arbeiten wir darum, dass wir halt zeigen, dass wir das, dass wir die wichtigsten Sachen können. Und als Abschlussprojekt macht halt dann jeder so einen winzigen Film. Ein paar vom letzten Semester haben Filme gemacht, die waren echt total lächerlich, aber andere waren so abnormal krass. Einer hat mehrere Tage am Schluss dafür gebraucht, mit mehreren Computern seinen Kram durchzurendern, weil das so aufwendig war. Er hat so eine Animation von der Uhr gemacht, das war so krass. Da wird meins echt ziemlich lullimäßig sein. Aber wie gesagt, ich will da nichts, ich will da gar nichts sagen. Ich werde genauso rumpimmeln. Also ich pimmel jetzt schon rum. Monsieur, was wollen Sie eigentlich von mir? Und jetzt zum Schluss noch eine Runde Neighbor Watch. Wir gucken mal, wo er sich gerade einen abkeult. Er ist gerade am Milch trinken und jetzt geht er über uns drüber. Oh, er arbeitet hier direkt über uns. Trainier, trainier, trainier. Komm schon, du musst schneller rennen. Du musst einfach schneller rennen. Was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Er wird doch jetzt nicht etwa seine Hände waschen. Ah, das war echt Vogel. Und da läuft er einfach wieder über uns drüber. Ein sehr gemeiner Mann. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Was macht er denn? Er ist wieder am Pinkeln. Wir sind so ein Voyeur. Mr. Neighbor, wir können Ihren Pieper nicht sehen. Stellt euch vor, es kommt einfach jemand bei euch im wahren Leben aus dem Boden mit dem Kopf. Hallo. Jetzt trinkt er wieder, damit er wieder strölen kann. Übrigens schon mal als kleines Schmankerl fürs nächste Video. Ich werde euch im kommenden Video das hier alles zeigen. Das ist der Kellerbereich. Wir waren hier in diesem Raum, da unten. Und hier hat letztes Mal das Video aufgehört. Und ich zeige euch das alles hier. Wir werden durchlaufen und richtig viel Spaß haben, hoffe ich doch. Alla hopp, gell, Kinders. Däumchen nach oben, wem es gefallen hat. Und wem es nicht gefallen hat, einfach Däumchen nach oben. Bis dann, gell. Ciao, ciao.